Nun ist endlich die Zeit gekommen, um detaillierter über bestimmte Gründe für den Untergang des Römischen Reiches zu sprechen. Dieser Kanal ist wahrscheinlich einer der wenigen, wenn nicht der einzige Kanal, der sich ausschließlich der Lösung des Rätsels um den Untergang des Römischen Reiches widmet. Es ist ein äußerst komplexes Thema. Unzählige Bücher wurden darüber geschrieben und mittlerweile haben wir festgestellt, dass es nicht einen einzigen Grund für den Untergang Roms gibt, sondern ein komplexes Zusammenspiel von vielen verschiedenen Gründen, die alle in ihrer Gesamtheit in gewissem Maße zum Untergang dieses riesigen Reiches beigetragen haben. In diesem Video werden wir nun einen sehr großen beitragenden Faktor zum Untergang Roms analysieren, nämlich die Verwüstungen, die durch Pandemien verursacht wurden. Wie sind sie passiert? Welchen Schaden haben sie verursacht und inwieweit waren sie verantwortlich für den Zusammenbruch des mächtigen Imperium Romanum? Wenn Sie sich für den Untergang des Römischen Reiches interessieren, dann sind die beiden Videos hier ein guter Ausgangspunkt, in denen ich die wichtigsten Gründe für den Fall zusammenfasse, insgesamt 23 Gründe. Es gibt sicherlich mehr, aber für mich repräsentieren sie die wichtigsten. Wir werden in zukünftigen Videos jeden einzelnen von Ihnen durchgehen, denn jeder von Ihnen stellt bereits ein komplexes Thema dar. Aber jetzt lassen Sie uns mit einem großen beitragenden Faktor beginnen, der wiederholt im Römischen Reich Verwüstungen anrichten würde, nämlich Pandemien und die daraus resultierende Todesrate, die sie der Bevölkerung des Reiches zufügten. Dieses Thema könnte heute nicht relevanter sein, da die letzte Pandemie noch sehr frisch in Erinnerung ist und wir sehen, welche schrecklichen Auswirkungen dies sogar auf eine so fortgeschrittene Gesellschaft wie unsere hatte. Nun können Sie sich vorstellen, welche schrecklichen Auswirkungen Pandemien auf eine weit weniger fortgeschrittene Gesellschaft gehabt hätten, ohne Kenntnisse der Mikrobiologie, ohne Kenntnisse von Krankheitserregern, von Viren und von der Übertragung von Krankheiten. Es gibt drei große Pandemien in der Geschichte des Römischen Reiches. Jede davon verursachte eine unvorstellbare Zahl von Todesfällen. Jede davon schädigte das Reich und seine Bevölkerung auf unvorstellbare Weise. Die erste ist die Antoninische Pest. Epidemien und Ausbrüche von Infektionskrankheiten waren im Römischen Reich eine häufige Erscheinung. Insbesondere die dicht besiedelten Städte des Imperiums bildeten die perfekte Grundlage für die Ausbreitung gefährlicher Krankheitserreger. Dies ist unter anderem der Grund, warum römische Städte Nettobevölkerungsverluste hatten, was bedeutet, dass sie ständig mit Bevölkerung aus dem Umland aufgefüllt werden mussten, weil die durchschnittlichen Todesfälle in den Städten die durchschnittlichen Geburten überwogen. Tatsächlich traten im Römischen Reich zwischen 43 vor Christus und 148 nach Christus 9 größere Ausbrüche auf. Aber das Imperium wurde den größten Teil seiner Existenz vor dem Ausbruch eines tödlichen Krankheitserregers bewahrt, bis zum Jahr 165 nach Christus. In diesem Jahr regierte einer der berühmten 5 guten Kaiser das Römische Reich und das Reich sah sich auf dem Höhepunkt seines Wohlstands, seiner kulturellen Entwicklung, seines Handels und allgemein des Wohlbefindens seiner Bürger. Dies waren die Zeiten der Pax Romana, die mit dem Kaiser Nerva begonnen hatte und unter Trajan fortgesetzt wurde, dann unter Hadrian, gefolgt vom tugendhaften Antoninus Pius. Und nun wurde das Reich gemeinsam von dem berühmten Marcus Aurelius und seinem Adoptivbruder Lucius Verus regiert. Beide waren Mitglieder der Antoninischen Dynastie, daher der Name der Krankheit. Es war im Jahr 165, dass die ersten Fälle der Krankheit in der anatolischen Stadt Smyrna gemeldet wurden. Es breitete sich schnell aus. Bis 166 hatte es Rom erreicht und bis 172 wütete es in allen Ecken des Reiches. Lucius Verus starb selbst an dieser Krankheit und große Teile der römischen Armee waren ebenfalls betroffen. Vermutlich handelte es sich um ein hochgradig tödliches Pockenvirus. Die Pest dauerte bis etwa 180, brach dann aber im Jahr 189 in Rom erneut aus, da zu dieser Zeit in Rom bis zu 2000 Todesfälle pro Tag gemeldet wurden. Wir haben ziemlich gute Beschreibungen der Krankheit durch den griechischen Arzt Claudius Galenus. V.
Von ihm wissen wir, wie tödlich die Krankheit gewesen sein muss und die ziemlich grausamen Symptome. Die moderne Wissenschaft hat Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion der Opferzahlen, mit Schätzungen zwischen 2 und 33% der Reichsbevölkerung und einer Sterblichkeitsrate von 10%. Aber wenn es Pocken waren, was ziemlich wahrscheinlich ist, könnte die Zahl so hoch wie eine Reduzierung der Bevölkerung um 30% gewesen sein, weil die Überlebensrate für Pocken bei etwa 75% liegt. Wenn das wahr ist, können Sie sich die unglaubliche Verwüstung und das Leiden vorstellen, die diese Krankheit verursacht haben muss. Kein Zufall, dass die 100 guten Jahre des Pax Romana etwa zu der Zeit enden, als die Pest ihre größte Verwüstung erreicht hatte. Der Handel brach in vielen Teilen zusammen, ganze Städte wurden entvölkert, ein Kaiser starb und Marcus Aurelius sah sich gezwungen, viele germanische Menschen von jenseits des Rheins in die entvölkerten Städte von Gallien und Norditalien umzusiedeln. Aber eine um 30% reduzierte Armee hatte natürlich eine schreckliche Auswirkung auf die militärische Effizienz des Reiches und das zur schlimmstmöglichen Zeit zu Beginn der Markomannenkriege. Die Markomannen waren ein germanischer Stamm, der ein römisches Territorium südlich der Donau in der heutigen Region der Tschechischen Republik und der Slowakei überfiel. Marcus Aurelius war gezwungen, Gladiatoren, Sklaven und Banditen in die Reihen der Armee zu rekrutieren. So schlimm war die Situation. Dennoch wurden die Markomannen unter großer Anstrengung aus dem römischen Territorium vertrieben, aber der Krieg würde bis 180 andauern. Es ist durchaus möglich, dass Marcus Aurelius selbst auch an dieser Pest starb. Und es ist kein Zufall, dass genau nach dem Tod von Marcus die Abwärtsspirale für das Imperium bereits beginnen würde. Pandemien führen oft zu Chaos und sozialen Unruhen und kombiniert man das mit der sehr unglücklichen tyrannischen Herrschaft von Commodus, der sich als das genaue Gegenteil seines Vaters erwies, so erhalten wir das Rezept für eine Katastrophe. Es folgten massive Bürgerkriege und nur für kurze Zeit würde das Römische Reich Stabilität wiedererlangen, bis die systemischen Probleme einige Jahrzehnte nach dem Tod von Marcus in der Krise des 3. Jahrhunderts vollständig eskalieren würden. Aber die Grundlagen für diese Krise wurden nicht nur aufgrund systemischer Probleme des Imperium Romanum selbst gelegt, über die wir natürlich ausführlicher sprechen werden, sondern durch die Antoninische Pest. Die Krise des 3. Jahrhunderts begann, als der letzte Kaiser der Severischen Dynastie, Alexander Severus, von seinen eigenen Truppen ermordet wurde. Nun würde die Zeit des Soldatenkaisers beginnen, in der Bürgerkriege die Norm waren, nicht die Ausnahme, in der das Reich in drei Teile zerfiel und in der Barbaren einfielen, plünderten und manchmal sogar ganze Städte zerstörten. Und mitten in diesem Chaos geschah das Undenkbare. Eine weitere Pandemie traf ein und diese Seuche wurde als die Zyprianische Pest bekannt. Sie kam zur schlimmstmöglichen Zeit und wütete von 249 nach Christus bis etwa 270 nach Christus mitten in der Krise des 3. Jahrhunderts. Der heilige Zyprian, der Bischof von Karthago, beschrieb die Pest, daher ihr Name, und es ist nicht genau bekannt, welche Art von Erreger die Krankheit übertrug, aber Verdächtige sind Pocken, eine aggressive Form von Influenza oder sogar ein Ebola-Virus. Genaue Schätzungen über die Todesrate sind auch hier sehr schwierig, aber auf dem Höhepunkt des Ausbruchs wurde berichtet, dass in Rom täglich 5000 Menschen starben. Einige schätzen, dass die Bevölkerung von Alexandria von 500.000 auf 190.000 Menschen gesunken ist. Es ist also durchaus möglich, dass die Todesrate auch sehr hoch war, möglicherweise auch über 10%, wie im Fall der Antoninischen Pest. Dies schwächte natürlich auch die römische Armee, so dass barbarische Eindringlinge viel leichter viele Städte plündern und verwüsten konnten. Es ist auch kein Zufall, dass als die Pest um 270 nach Christus endete, dies die Zeit war, in der das Schicksal des Reiches wieder zu verbessern begann.
Dank natürlich auch den heldenhaften Anstrengungen von Leuten wie Gallienus, Claudius Coticus und nicht zuletzt Aurelian selbst. Aber erst nach dem Ende der Pest würde das Reich wieder stabilisieren. Es ist durchaus möglich, dass aufgrund des erneuten Todes vieler Römer immer mehr germanische Menschen im Römischen Reich angesiedelt würden. Und es ist auch durchaus möglich, dass diese Pest die Annahme des Christentums stark beschleunigen würde. Viele Menschen fanden Trost und Geborgenheit in dem Versprechen eines Lebens nach dem Tod, in ewiger Glückseligkeit, befreit von den brutalen Realitäten des Lebens in jener Zeit, sehr verlockend. Das Imperium Romanum würde nun für etwa 300 Jahre weitgehend frei von größeren Ausbrüchen bleiben, bis dann im Jahr 541 nach Christus ein neuer Erreger die dritte große Pandemie des Römischen Reiches verursachen würde. Und wie im Fall der Zyprianischen Pest kam es zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Das Imperium hatte gerade erst den Verlust seiner westlichen Provinzen erlebt. Die tapferen Bemühungen von Stilicho, Majorian und Anthemius, den Westen zu retten, sollten sich als vergeblich erweisen. Aber Kaiser Justinian war es gelungen, große Teile des Weströmischen Reiches durch das militärische Genie seines Generals Flavius Belisarius wiederherzustellen. Im Jahr 541 nach Christus waren Afrika und fast ganz Italien dem Römischen Reich wiederhergestellt worden. Aber dann brach im Jahr 541 in Ägypten eine Krankheit aus und verbreitete sich in den folgenden Jahren in alle Ecken des Reiches. Und im Gegensatz zu den vorherigen Plagen wird angenommen, dass dies der erste Fall von Beulenpest war und nicht Pocken oder Ebola. Auf ihrem Höhepunkt wurde berichtet, dass in Konstantinopel täglich 10.000 Menschen starben, was die Bevölkerung drastisch reduzierte. Die genaue Zahl der Todesopfer im Reich ist unbekannt, aber eine Sterblichkeitsrate von über 10% erscheint plausibel. Leider kam dies nur 5 Jahre nach einem klimatischen Ereignis, bei dem die Temperaturen in allen Teilen des Reiches im Jahr 536 dramatisch sanken, was zu weit verbreiteten Ernteausfällen und Hungersnöten führte. Die Armee war sehr stark von der Pest betroffen. Und es ist kein Zufall, dass sich das Schicksal nach 541 gegen das Reich wendete. Der Mangel an Arbeitskräften führte dazu, dass das Imperium Romanum die neu zurückeroberten Gebiete des ehemaligen Weströmischen Reiches nicht halten konnte. Schon 568 eroberten die Langobarden große Teile Italiens und Anfang des 7. Jahrhunderts nahmen die Slawen weite Teile des Balkans ein. Dann folgte ein verheerender Krieg mit Persien, der so schädlich war, dass nur kurze Zeit später die Araber es schafften, große Teile des Römischen Reiches zu erobern. Aber die Pest von Justinian legte den Grundstein für diese Unglücke und eine Zeit, in der das Reich Stabilität gebraucht hätte, um die Kontrolle über die verlorenen westlichen Provinzen wiederzugewinnen und um den Ruhm Roms in Italien wiederherzustellen und es von den Schäden des langen Krieges wieder aufzubauen. Stattdessen bekam das Reich kurz nachdem eine massive Hungersnot bereits Verwüstung angerichtet hatte, eine der tödlichsten Seuchen aller Zeiten. Dieses unglückliche Doppelschlag war in Kombination mit dem verheerenden Sassanidenkrieg der frühen 600er Jahre so schwerwiegend, dass das Imperium Romanum tatsächlich nie wieder erholen würde und ab diesem Zeitpunkt weiter schrumpfen würde. Nur noch einmal um das Jahr 1000 würde das Reich eine wunderbare Erholung erleben, aber leider war auch das nur von kurzer Dauer. Wir sehen also, wie 3 massive Pandemien, die Antoninische Pest, die Zyprianische Pest und die Pest von Justinian, sehr stark zum Fall des Römischen Reiches beigetragen haben. Und wenn Sie mehr über die anderen Ursachen für den Fall Roms erfahren möchten, können Sie dieses Video hier in der oberen rechten Ecke ansehen. Aber wenn Sie mehr daran interessiert sind, wann der Fall des Weströmischen Reiches begann, können Sie das andere Video in der unteren rechten Ecke ansehen. Ich sage nochmals Danke an alle Freunde der römischen Geschichte, Gratias Amici Imperii Romani und Bene Valete.